Meterweise Waschmittel und Zusätze für weichere Wäsche. Mit üppigen 630.000 Tonnen Waschmittel und 220.000 Tonnen Weichspüler verwöhnen wir jährlich unsere Wäsche. Aber mehr als sauber und rein geht nicht, oder doch? Neue Wunderwaffen oder Marketing-Gag? Ja, also es ist ja quasi Sondermüll, ne? Yvonne Willix nimmt die neuen Produkte genau unter die Lupe und schaut den Profis über die Schulter. Welche Rolle spielt der Duft beim Waschergebnis? Im Prinzip ist der Duft, wenn die Wäsche sauber ist, schon wieder Schmutz, den wir nachträglich aufgebracht haben. Das ist nämlich der Unsinn. Sauber riecht nicht. Yvonne Willix macht den Haushaltscheck. Ihr Thema heute? Waschtrends. Willix Wege aus dem Waschwirrwarr. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht, ne? Aber wenn ich am Waschmittelregal vorbeischlendere, habe ich das Gefühl, dass die Industrie jede Woche ein neues Mittelchen auf den Markt bringt und dass es auch für jedes Stöffchen das passende Waschmittel gibt. Was steckt dahinter? Das will ich heute rausfinden. Und ich möchte auch wissen, was ist mit den ganzen Hilfsmitteln, beispielsweise die Schmutzfangtücher oder Anti-Pilling-Tücher, die ganzen Wäscheparfums. Braucht man die tatsächlich, damit die Wäsche richtig schön sauber wird? Das und mehr jetzt gleich beim Haushaltscheck. Schön, dass Sie mit dabei sind. Duftcheck. Wie gut riecht sauber? Der Münsteraner Wochenmarkt. Hier habe ich mit meinem Team zur Duftmeile geladen und frage die Westfalen, welche Handtücher für sie am saubersten riechen. An meiner Seite Markus Gast vom Umweltbundesamt. Er ist Experte in Sachen Reinigungsmittel und fühlt mit mir, den Münsteranern, auf den Zahn. Jetzt ist es so, dass es im Supermarkt, wir haben ja hier die ganzen vielen unterschiedlichen Produkte, unfassbar viele Duftstoffe gibt. Die verkaufen sich dann natürlich auch. Warum sind viele Menschen so verrückt nach einem neuen Duft? Das ist relativ einfach. Wir verbinden mit Düften Emotionen. Es wird suggeriert, es sei Wellness. Es sind einfach Produkte, die dem Wohlfühlen dienen sollen. Wir haben ja auch diese ganzen Potpourris für die Wohnung und alles. Und wir werden von vorn bis hinten beduftet und empfinden das, da wir das antrainiert bekommen, eigentlich als schön. Ob das die Marktbesucher auch so sehen? Wir testen drei unterschiedliche Waschmittel. Das grüne Handtuch ist mit einem Vollwaschmittel ohne Duftstoffe gewaschen. Es besteht zu großen Teilen aus Waschnüssen und kommt ohne künstliche Duftzusätze daher. Das blaue Handtuch wurde mit einem herkömmlichen Vollwaschmittel gewaschen, der Klassiker in deutschen Waschkellern. Und unser letztes Testmodell? Das Unstoppable Wäscheparfum. Es verspricht bis zu 12 Wochen intensive Frische. Ich würde gerne wissen, welches Handtuch Sie vom Duft her am saubersten finden. Aber das ist eklig. Nee, das riecht gar nicht. Das riecht ein bisschen nach Toilettenreiniger. Ja, riecht am frischesten, aber riecht auch ein bisschen nach Waschmittel. Riecht frisch. Aber es ist auch viel dran wert. Das finde ich im Geruch schlimm. Auch nicht mein Geschmack. Ich finde eher weniger frisch. Das ist zu parfümiert. Oh, tödlich. Zu intensiv, zu künstlich, zu penetrant. Wir fragen den Experten. Wir haben nicht nur das Waschmittel, das schon parfümiert ist, wir haben denn diese Duftperlen, die mit reingehauen werden, die Parfüm enthalten. Dann wird noch ein Weichspüler oben drauf gehauen. Dann habe ich drei beduftete Produkte, obwohl ich nur einmal Duftstoffe, wenn ich sie überhaupt will, brauche. Und welches finden Sie am frischesten? Das hier? Ja, frisch. Ja, das ist halt natürlich. Warum? Ja, das riecht nicht nach so viel Firlefanz. Weil ich das nicht haben kann, wenn ich mich abtrockne mit irgendwelchen parfümierten Handtüchern. Das grüne Handtuch ist unser klarer Testsieger. Der Experte und die Münsteraner sind sich einig. Weniger ist oftmals mehr. Erstaunlicherweise haben jetzt doch einige Leute gesagt, die grünen Handtücher hier mit dem Vollwaschmittel ohne Duft würde am frischesten riechen. Das ist auf Basis von Waschnüssen. Was ist dazu zu sagen? Also die Waschnuss, die enthält natürliche Tenside. Das ist also ähnlich wie ein Baukastenwaschmittel jetzt, dieses Produkt. Und man könnte sagen, es ist eben ein Basiswaschmittel, wie es früher verwendet wurde. Und das ist eben duftstofffrei. Aber Vorurteil ist immer, dass Waschnüsse so muffig riechen würden. Das haben die Leute jetzt hier nicht gesagt. Die haben gesagt, nee, super frisch. Nein, es ist auch eine Mehr. Es wird von den Rohstofflieferanten gern erzählt, dass man deswegen so viel Parfum einsetzen müsste, weil die ganzen Seifen und Tenside so intensiv riechen würden. Früher waren die tatsächlich auch aus Schlachtabfällen und aus gammeligem Fett gemacht. Dann haben die natürlich gerochen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Da bräuchte man das auch nicht. Wird uns die Sehnsucht nach Duft also nur vorgegaukelt? Viele Menschen leiden regelrecht unter der Duftwolke. Was kriegen Sie da für gesundheitliche Probleme? Probleme mit den Augen, also Brennen in den Augen, Fremdkörpergefühl, als hätte ich Sand in die Augen gestreut bekommen, Übelkeit, Schwindel.
Raumbedufter, Parfum, Weichspüler. Eine wahre chemische Duftflut. Die Folge? Knapp 2% der Deutschen leiden an einer diagnostizierten Duftstoffallergie. Sie reagieren empfindlich, wenn sie mit bestimmten künstlichen Düften in Berührung kommen. Also im Prinzip ist der Duft, wenn die Wäsche sauber ist, schon wieder Schmutz, den wir nachträglich aufgebracht haben. Das ist nämlich der Unsinn. Sauber riecht nicht. Und wenn ich jetzt saubere Wäsche habe, riecht die nach gar nichts. Und wenn ich Partikel drauf habe, wie jetzt bei den Duftstoffen, eben irgendwelche Chemikalien, dann habe ich die verunreinigt. Kurz, Duftstoffe sind Schadstoffe. Von den unzähligen Parfümölen im Waschmittel sind sogar 26 kennzeichnungspflichtig, da sie ein starkes allergenes Potenzial haben. Der Behälter ist in gesicherter Weise der Entsorgung zuzuführen. Gott, ist das alles klein. Ich kann das auch immer kaum lesen. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Produkte, wenn es so geballtes Parfum ist, weil es als gefährlich gekennzeichnet ist, denn auch noch den Hinweis trägt, muss in den Sondermüll. Das fand ich besonders beglückend. Finde ich auch spannend. Also es sind ganz viele Stoffe, die wir eigentlich nicht auf unserer Haut haben möchten. Bei unserem Duftcheck liegt das parfümfreie Waschmittel klar vorne. Doch jährlich gelangen rund 9000 Tonnen Parfüm in Wasch- und Reinigungsmittel. Warum also diese Riesenmenge an Duftzusätzen? Wie viel Marketing steckt denn dann wohl dahinter? Denn die Werbung ist extrem momentan im Fernsehen und aber auch in Printmedien, was die Duftstoffe angeht. Das ist reine Verkaufspsychologie. Also es scheint wirklich das Marketing entscheidend zu sein. Es wird so lange auf die Verbraucher eingeredet, bis sie meinen, dass sie das brauchen, obwohl sie das Bedürfnis gar nicht im Vorfeld haben. So platziert man neue Produkte am Markt. Und das ist wirklich ganz klar rausgekommen, dass ein Großteil der Menschen überhaupt nicht das Bedürfnis nach einer stark duftenden Wäsche, sondern nach einer neutral frisch duftenden Wäsche hat. Und damit tut man sich selbst, seiner Gesundheit und der Umwelt was Gutes. Gut riechend heißt also nicht gleich sauber. Entscheidend für saubere Wäsche im Haushalt ist demnach das Zusammenspiel von Einwirkzeit, Temperatur, Waschmittel und dem Rotieren der Trommel. Obwohl diese vier Faktoren für eine perfekte Reinigung ausreichen, versucht die Industrie uns weiszumachen, dass wir immer mehr Waschzusätze benötigen. Ich habe mir Professor Lutz Vossebein zur Seite geholt. Er ist Textilexperte und bringt Klarheit in das Waschmittelwirrwarr. Mir ist im Supermarkt in der Drogerie aufgefallen, dass es unfassbar viele unterschiedliche Waschmittel zu kaufen gibt. Das war immer schon so, aber mittlerweile wird ja quasi für jedes Stöffchen, für jede Faser ein eigenes Mittel angeboten. Braucht man das tatsächlich? Also es kann sein, dass man mehrere Waschmittel benötigt, wenn man zum Beispiel Funktionstextilien hat. Da gibt es ein paar Regeln zu beachten, dass man keine Weichspüler zum Beispiel nimmt. In der Regel sollte ausreichend sein ein pulverförmiges Vollwaschmittel, das Bleichmittel enthält. Und man sollte natürlich auch ein Color- oder ein Feinwaschmittel haben für die delikaten, für die bunten Sachen, damit man eben kein Bleichmittel hat. Ganz ehrlich, im Fernsehen gibt es keinen Werbeblock, ohne dass für Waschmittelparfüm geworben wird. Die stehen auch hier auch zuhauf im Regal. Außerdem habe ich noch viele andere spannende Waschhilfsmittel, sogenannte Gadgets, gefunden. Und die muss ich unbedingt ausprobieren lassen. Und zwar von meiner Bloggerfreundin Sarah. Der nächste bitte. Die Unstoppables von Lenor für 5,49 Euro. Das riecht auf jeden Fall intensiv. Meins ist jetzt nicht, aber okay. Wir sind ja jetzt zum Testen. Jetzt kommt das in die Maschine. Die Perlen werden direkt in die Trommel gegeben. Sie versprechen bis zu 12 Wochen Frische. Zusätzlich muss allerdings noch Waschmittel verwendet werden. Eine ganz schön teure Angelegenheit und nicht gut für die Umwelt. Okay, es riecht nicht mehr ein Duft, aber schon okay. Viele Duftstoffe verlieren durch Hitze im Trockner ihre Duftnote. Hält das Wäscheparfüm sein Versprechen? Da sind sie, die riechenden Handtücher. Also, ja, sie riechen intensiv nach diesen Waschparfüms. Aber ich persönlich finde es ehrlich gesagt etwas unangenehm, weil es ist schon sehr intensiv. Und ich glaube, für Leute, die allergisch reagieren oder empfindlich sind, vielleicht auch nicht die beste Idee, ne? Aber ja, sie riechen sehr intensiv, das kann man sagen. Fazit: teuer und sehr duftstark. Und jetzt ab ins Labor. Was machen unsere Proben? Wie schneiden die Waschhelfer beim Keimtest ab? Dr. Björn Friedrichs hat unsere gewaschenen T-Shirts auf Keimrückstände überprüft.
und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hi. Hallo. Guten Tag. Hi. So, die große Frage ist, ist die Wäsche sauber geworden? Ja, ist sie. Ist tatsächlich. Sie? Ja, in sämtlichen Proben. In sämtlichen Proben? Ja. Also gab es Unterschiede festzustellen? Es gibt eine sehr unterschiedliche Keimbelastung von vornherein schon. Ja, es gab also Wäsche, die sehr viel dreckiger war und Wäsche, die ein bisschen sauberer war. Mhm. Und alle Proben, die wir eingegeben haben, sind am Ende so, dass man sagt, für einen normalen Haushalt absolut keimfrei. Für einen normalen Hausgebrauch absolut gut. Ist die ganze Werbung mit den Bakterien doch nur Panikmache? Das ist ein großes Problem halt, ne, dass uns die Werbung halt quasi suggeriert, wir müssen überall desinfizieren. Das ist natürlich für mich als Hygieniker ja überhaupt nicht verständlich. Ja, weil im normalen, in der normalen Umwelt tummeln sich nun mal Keime. Es sind Keime wichtig für uns tatsächlich auch, ja, dass wir eine funktionierende Keimflora haben. Und man muss für normale Wäsche und so keine Desinfektionswaschmittel benutzen. Zunächst einmal Entwarnung. Keime sind nicht grundsätzlich gefährlich. Sollen die Textilien dennoch keimfrei werden, zum Beispiel im Krankheitsfall, dann reicht meist eine Wäsche bei 60 Grad. Das heißt also nur für die Leute, noch mal ganz klar gesagt, die einen Krankheitserreger im Haus haben, kleine Kinder im Haus haben, empfindliche Menschen im Haus haben, die müssen ab und zu mal eine 60-Grad-Wäsche machen. Und zwar nicht das Eco-Programm, sondern das ganz normale 60-Grad-Programm, damit diese Keime abgetötet werden. Ansonsten kann jeder einfach waschen, wie er möchte, wie es im Etikett steht und braucht keine besondere Maschine und auch kein besonderes Waschmittel. Exakt. Richtig zusammengefasst? Ja, richtig. Voll schlau. Er ist nämlich Doktor, ich ja nicht, ne? Unsere Haushaltsexpertin war im Westen unterwegs, um dem Waschwirrwarr auf den Grund zu gehen. Und stellt fest, dass sich bei all den neuen Wundermitteln Altes doch immer noch bewährt. Tatsächlich können Sie sich vieles von dem, was hier im Waschmittelregal steht, buchstäblich sparen. Um Ihre Wäsche hygienisch sauber zu bekommen, brauchen Sie im Grunde genommen nur drei unterschiedliche Waschmittel. Ein pulverförmiges Vollwaschmittel, gerne ein flüssiges Colorwaschmittel und was für Feines. Und was soll ich Ihnen sagen? Auch mit einer stinknormalen Waschmaschine werden Keime sicher abgetötet. Und damit viel Spaß beim Waschen.